Leck mich doch, wie soll ich denn hier bitte rauskommen? Stirb doch, du! Lass drehen oder etwas anders hinlegen. Nicht so. Zweiten und dann gehe ich darüber. Wow. Komm doch wieder hoch. Geh doch wieder hoch. Komm, geh da hoch. What the fuck? Checkpoint. Geile Sache. Recke. Du auch, ey. Lasst mich in Ruhe, ihr verdammten Skelette, damit ich nicht mit reinfalle. Verschwindet einfach in euer Loch, wo ihr hergekommen seid. Und außerdem hat sich mir doch wieder so viel Energie. Ey, wie die mir immer so viel Energie ziehen, das gibt's doch nicht, Mann, verrecke. Und du auch, Mann. Hau ab, verrecke. Hau ab, Arsch. Verpisst euch. Hau einfach ab, wieder in das Loch hergekommen seid. Raus, stirb, 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 stirb. Runter da. Tot, geht doch. Warum ist... Tot, so. Bogen nehmen. What the fuck, wo kommt der denn plötzlich her? Achso, das war glaube ich mein eigener. Wie soll ich denn? Was für Schalter muss ich jetzt schon wieder drücken, damit ich da durchkomme? Mann, ey. So, das Ding jetzt hier wieder noch drauf. Drauf, 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 drauf. Ne. Hui, bringt nichts. So. Und das passt nicht. Muss ich es anders machen, muss ich so machen. Scheiße. Ich will da nicht verrecken, deswegen warte ich. Jetzt jump ich! Geil. Ah, Checkpoint. Muss ich da wieder zurück, oder was ist los? Ich weiß es nicht, ich hoffe jetzt nicht. Mit dem geht's weiter. Schnell, 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 schnell. Nein! Anscheinend kann ich da verkacken. Ups. Ich höre jetzt schon wieder die Viecher spawnen.
Ja, er hat schon längst geschlagen. Ich krieg immer noch den Schaden, wenn ich da reinlaufe oder was. Oh, Mann. So, das ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl fahren. Ich hoffe, dass man dabei nicht stirbt. Ich fahr wieder nach oben. Ich bin noch da. Checkpoint. Warte mal. Wir sind schon wieder gleich im Ziel, so wie es aussieht. Müssen aber noch ein Geheimnis finden. Scheiße, dreht sich ja schnell. Ah, würde ich gar nicht mehr runter. Oh, da nach oben. Okay, kann mich daran schon mal nicht festhalten. So wie das ausschaut. Ich hab's doch da oben gesehen. Toll. Ich mach das anders, ich gehe hier runter. Boom, nein, 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 nein. Scheiße. Da, dann noch da. Nein, das dreht sich in die falsche Richtung. Scheiße. Kann ich noch eins machen? Da ist doch das Ding. Ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Ne? Wartet. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Nein, ich bin voller Marsch, ich bin voller Marsch, ich bin voller Marsch. Nein, ohne Zauberer geht das doch nicht. Fuck. Aber wartet. Wenn mich nicht alles täuscht, weil hier noch. Ja, Checkpoint. Und Truhe. Und wir haben eine höhere Stufe. Da gucken wir auch gleich mal rein. Blauer Meisterstein. Dann schauen wir erstmal, was der kann. Blauer Meisterstein besitzt große Macht und wird oft von Meisterzauberern eingesetzt. Erhöht die Maximum von der Kisten um 1. Zauberer. Die Anzahl der Pfeile des einfachen Bogens um 1. Ich mach's bei Kisten, also beim Zauberer. Weil ich brauche keine 4 Pfeile da beim einfachen Pfeil. Und ich muss kurz niesen, also kurz muten. Und da bin ich auch schon wieder. So, also da kann ich hier nichts mehr machen. Ich habe einen bei jedem. Das kann ich, glaube ich, nirgends machen. Nee, also egal. Wir haben nicht alles. Es fehlen 4 Fiolen. Aber vielleicht finden wir die ja noch. Oder wenigstens eine davon. Den Zauberer benutzen. Da ist auf jeden Fall einer. Oh, fuck. Probier jetzt mal was aus.
Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Scheiße, geht nicht. Ich kann jetzt noch mehr Kisten machen. Stimmt gar nicht. Hoch und dahin. Ich muss da drauf, so. Da drauf und dann jetzt so. Ha! Oben, ohne zurückzugehen. Sieh da drüben. Was ist das? Eine Art Buch. Ja, ich werde es mir genauer ansehen. Okay. Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung. Ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Okay, also die Diebin hat anscheinend auch Gefühle. Ja. Jetzt sind wir in Fangelwald und den spiele ich noch, dann mache ich nochmal eine kurze Pause. Also, los. Wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen. Es ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Hey, hab's. Ich habe nur diese Fiole gehört, wie sie umgekippt ist und da dachte ich mir, vielleicht finde ich da ja. Vielleicht finde ich die ja. So, ist ja alles kaputt? Ja. Wieder so ein Zahnrad oder das Zeug, der einfach mal durch mich durch die Luft gekickt wird. Ist ja kein Ding, ne? Warte, tue ich mir da noch weh? Nein.